Kaum zu glauben, aber das Gaming-Jahr 2024 geht schnurstracks aufs Ende zu. Die ersten Rückblicke fangen an, die ersten Ausblicke aufs neue Jahr und die News werden langsam dünner. Zum Thema Rückblick schauen wir uns also mal die Nominierten für die Game Awards 2024 an und zum Thema Ausblick gucken wir mal, was Sony da gerade für Pläne am Start hat. Xbox tritt natürlich auch wieder in irgendwelche Fettnäpfchen. All das und mehr gibt's heute in den Gaming-News, also deckt euch ein, dreht die Heizung auf 6, macht einfach, was ich im Winter immer mache. I'll be in my bedroom. Making no noise and pretending that I don't exist. Und natürlich das Video gucken. Los geht's mit den Gaming News. Für das Feiern von Kunstwerken gibt es zahlreiche Awards, die in der entsprechenden Industrie vergeben werden. Es gibt die Emmys, die Oscars, aber die verblassen natürlich alle gegenüber den Game Awards. Der Preis für die besten Games des Jahres und der Moment, wo wir zurückgucken, was 2024 für Banger rausgekommen sind. Und auch der Preis, wo wir Gamer natürlich alle ganz harmonisch und zivilisiert über unsere Lieblingsspiele des Jahres sprechen. Natürlich ist mit der Nennung der Nominierten mal wieder eine heiße Debatte am Start, wie unverdient Spiel XY dabei ist oder eben nicht dabei ist, aber schauen wir uns doch mal an, wie die Game Awards dieses Jahr aufgestellt sind und fangen an mit der wichtigsten Kategorie, Game of the Year. Ich ziehe das Pflaster schnell ab, die Nominierten für Game of the Year sind Asrobot, Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth und Metaphor Refantatio. Während man bei einigen Spielen zu Recht die Nominierung sieht, wie beispielsweise Astrobot, Black Myth oder Metaphor, herrscht online ein bisschen Verwirrung darüber, dass das DLC, Elden Ring Shadow of the Erdtree, mit drin ist, aber beispielsweise nicht Helldivers 2. Und tatsächlich ist diesmal ein Kandidat dabei, der komplett an mir vorbeigegangen ist. Was ist Balatro? Erklärt mir das gerne in den Kommentaren. Versteht mich nicht falsch, Shadow of the Erdtree war bombastisch, aber vielleicht wird es langsam doch Zeit für eine eigene DLC-Kategorie. Naja, ihr könnt auf der Website jetzt selbst voten, also stimmt für eure Kandidaten. Ein paar spannende weitere Kategorien sind noch Best Narrative, nominiert sind hier Final Fantasy, Like a Dragon Infinite Wealth, Metaphor, Hellblade und Silent Hill, sowie Best Adaption. Hier sind mit dabei Arcane. Holy shit, ist Arcane gut, ich lag wirklich heulend auf meiner Couch. Fallout, Knuckles, Like a Dragon Yakuza und Tomb Raider. Ich hoffe, die TV-Produzenten ziehen hier nicht die falschen Rückschlüsse und denken, eine kohärente, bewegende Narrative mit gut geschriebenen Charakteren ist der Schlüssel zum Erfolg. Der Trick ist nämlich einfach, castet Ella Purnell. Sie ist amazing. How do we have the hottest fucking... Und ja, ich sehe die Joke schon kommen und nehme euch das Ganze gleich vorweg. Ja, ich bin in love, okay? Okidoki. Das sind auch die 10. Game Awards. Erwartet also eine spannende Jubiläumsshow in Deutschland wegen Zeitverschiebung dann am Freitag, den 13. von 1.30 Uhr in der Nacht bis 5 Uhr. Wir schauen uns die Show natürlich gemeinsam an, aber da wir am selben Tag unseren 8-Stunden-Stream geplant haben, dann am Tag drauf eben auf Twitch. Hüpft also da gerne rüber, wenn ihr die Show gemeinsam gucken wollt am Freitag, den 13. Jetzt gehen wir aber erstmal weiter zu einem Gerücht und Elden Ring bleibt auch da Thema. Sony scheint definitiv die Sache mit den Live-Service-Games zu überdenken. Das Last of Us Multiplayer-Spiel wurde bekanntlich gecancelt und über Concord... sprechen wir mal nicht. Sony hat bestätigt, dass sie ihr Portfolio an grandiosen Singleplayer-Games nicht vernachlässigen wollen, aber es haben sich in dieser Woche einige Gerüchte aufgetan, dass der Konzern Kadokawa, den Schirmkonzern von From Software, erwerben will. FromSoft hat diese Absicht inzwischen bestätigt, aber Sony ließ es noch unkommentiert. Zu Kadokawa gehören zwar noch andere Studios, aber From Software hat natürlich eine gigantische Reputation und wäre ein heftiger Move seitens Sony, der nochmal bestätigt, wie sie ihre Prio doch wieder verstärkt auf Singleplayer-Games legen, nachdem ihre Pläne in der Live-Service-Richtung nicht ganz so aufgegangen sind. Verhandlungen hier sind scheinbar noch am Laufen, erwartet also erstmal keine großen Neuigkeiten in nächster Zeit. Das wirft natürlich die größere Debatte rund um die Strategien der Konsolenhersteller auf. Sony hat bereits bestätigt, dass die PlayStation Pro-Verkaufszahlen eher langsam ankurbeln. Kein Wunder bei dem Preis. Xbox sagt allerdings, dass sie den Sinn eines Mid-Gen-Updates nicht ganz so sehen. Apropos Xbox, wie sieht es eigentlich da in der Zukunft aus? Xbox hat zwar bestätigt, dass sie weiterhin an den Konsolen bleiben, aber es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass sie eher den Plattformweg gehen wollen. Mit einer neuen Marketingkampagne, das ist eine Xbox, bestätigen die das nur mehr. Denn scheinbar wollen sie mit Game Pass und Abo-Modellen eher den Marktanteil ergattern. Dass Phil Spencer gegen PlayStation in Hardware-Sales aufgibt, war quasi schon direkt aus seinem Mund zu hören. Dieser Gedanke schützt sie aber trotzdem nicht davor, ehrenlose Marketing-Moves zu absolvieren, wie das Avowed, eines ihrer größten Releases im kommenden Jahr, euch eine 5 Tage Early Access-Möglichkeit gibt, vorausgesetzt ihr kauft die überteuerte Premium Edition.
Edition. Nicht cool, Xbox. Echt nicht cool. Immerhin ist ihr Titel Stalker 2 endlich erschienen und ich sitze bereits an der Review. Trotz der beeindruckenden Steam-Zahlen hat das Spiel einige Probleme, so viel mal vorweg, aber mehr gibt es dann in der Review. Das war's aber mit dem schnellen News-Überblick für diese Woche. Wie gesagt, die News werden langsam dünner, denn das Jahr geht aufs Ende zu. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare zu all den Infos, die ihr heute erfahren habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, denn damit könnt ihr uns wirklich unglaublich gut supporten. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.